Mahlzeit, Freunde, willkommen zurück zu einer neuen Folge Ken Follett's Die Säulen der Erde. Das dritte Buch. Und zwar haben wir lange nicht gespielt, es kamen länger keine Videos auf meinem Kanal. Ich hatte einfach schlicht und ergreifend keinen Bock. Wir spielen aber heute weiter und zwar dort, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Wir sind hier in Saint-Denis. Spricht man das so aus? Ich habe keine Ahnung. Ich erinnere mich ein bisschen. Ein bisschen, aber auch nur. Wir wollen nämlich zu dem Kollegen hier, zu Jack. Und den haben wir in der letzten Folge, haben wir das schon nicht hingekriegt, den irgendwie voll zu suppen. Beziehungsweise zu erkennen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, bevor ich jetzt angefangen habe, habe ich mich ein bisschen... ich habe kurz mal reingeguckt in ein anderes Video und der Typ hat auf jeden Fall hier diese Steine angeklickt. Mehr habe ich nicht geguckt. Das heißt, mit einem kurzen Klick habe ich mich spoilern lassen, aber dafür gebe ich jetzt weiter. Muss man ja auch mal eingestehen, ne? Wenn man das einfach nicht drauf... Ich wusste ehrlich nicht, was ich machen sollte hier, soweit ich mich erinnern kann. Und um jetzt einfach wieder besser reinzukommen, dass das Ganze weitergeht, habe ich das jetzt einfach mal gemacht. Und ja, da wären wir jetzt, ne? Wir haben nach dir gesucht, Jack. Wir? Ist das... Er ist dein Sohn. Mein Sohn. Es tut mir leid. Es ist nicht deine Schuld. Wohin sollen wir jetzt gehen, Ellie? Wohin wir auch gehen. Ich will mit dir gehen. Willst du mich heiraten? Ihr beide. Ja, wir wollen. Will er sein? Er will wir jetzt nicht. Wir leben in Paris. Naja, egal. Als Mann und Frau. Mit unserem Sohn, Tommy. Tommy. Die Tage flogen dahin. Jack hatte viel gelernt als Baumeister in Saint-Denis. Tage wurden zu Monaten. Nach einem Jahr wurden wir beide unruhig. Wohin sollen wir jetzt gehen, fragten wir uns erneut. Wir beide gestanden, dass wir unsere Familie sehen wollten, unsere Freunde. Und dann wussten wir, wohin wir gehen wollten. Nach Hause. Wieder zurück. Selbst wenn es in Trümmern lag. Ich wollte gerade sagen, da war doch voll die Action am Start. Hafen von Cherbourg. Wir müssen uns beeilen. Das Schiff nach England legt bald ab. Was geht hier vor? Was es auch sein mag. Wenn die Menge sich nicht auflöst, verpassen wir unser Schiff. Okay, jetzt müssen wir also dafür sorgen, dass die Menge sich auflöst. Wie kriegen wir das denn hin? Das ist unser Wagen. Hier haben wir unsere Truhe. Der Priester, ein angsterfüllter Jongleur und eine aufgebrachte Menge. Eine kühle Stelle, okay. Okay, wir fangen ganz langsam an. Niemand beachtet uns. Das Pferd könnte sie ablenken. Wir könnten sie mit Hilfe der Stute ablenken. Oder wir reiten einfach durch die Menge. Das klingt ein bisschen gefährlich, meinst du nicht? Ach, wirklich? Okay, wir könnten natürlich auch Habseligkeiten von uns veräußern. Habe ich irgendwas mitgenommen? Das Innere der Kiste hat sie warm gehalten. Das Holz ist leicht feucht. Nehmen. Warm gehalten. Ach, das ist diese Zauberdings, ne? Er könnte quasi einen Zaubertrick aufführen hier oben. Wisst ihr, was hier los ist? Ach, Chaos. Ich schaffe es nicht, diese Leute zu beruhigen. Bei Gott, ich hab's versucht. Was ist geschehen? Der Spielmann hat ihnen ein paar Geschichten erzählt. Und dann hat er ihnen Amulette verkauft für Gesundheit, Glück und Geld. Aber es waren nur Märchen und bemalte Steine. Wie immer. Ja, aber jetzt könnte ich sowas wie ein echtes Wunder wie immer, brauchen, ja. Um sie zu genau. Beruhigen. Sonst werden sie den armen Kerl zerreißen. Ein echtes Wunder, ja gut, das ist ja echt easy. Moment, wir gehen mal hier zu dem Typ hin. Zuschauer schlagen ihn gleich zusammen. Nervös. Sollte ihm helfen. Ja. Da würde ich sagen... Noch passiert nichts.
Aber wenn ich mich mit ihr in den Schatten stelle. Okay, Kühlstelle. Dann weint sie, ne? Ich glaube, die weint. Die Statue weint dann. Es irgendwas. Siehst du? Dein Freund war doch mit Rashid muss ein wirklich interessanter Wasser. Mann sein. Wasser sammelt sich in ihren Augen. Steinigt ihn, haut sie raus. Ich sollte nicht herumalbern. Die Tränen trocknen schnell. Okay, dann zeigen wir das jetzt den Leuten. Ich hätte gedacht, er könnte ihnen das zeigen, also der Jongleur, damit die sich wieder beruhigen. Was geschieht hier? Die Mutter Gottes. Sie weint. Seht sie an. Huldigt der Mutter Gottes, denn sie hat uns mit einem Zeichen vom Himmel gesegnet. Hört auf zu streiten und bezeugt das Wunder. Es ist wahr. Herr im Himmel, warum weint sie? Wegen eures Verhaltens. Sie weint um eure Sünden. Was hat dieser Mann euch getan, dass ihr ihn wie ein Tier behandelt? Er hat uns betrogen und unser Geld gestohlen. Und ihr wollt ihn töten, eurer eigenen Torheit wegen? Die heilige Maria weint, denn ihr lebt nicht nach dem Wort Gottes. Hohoho. Mutter Gottes. Heilige Maria, vergib uns. Woher kommt sie nur? Wir erzählen eine Story. Seit Hunderten von Jahren machtete sie im Land der Sarazen. Schlummernd wartete sie darauf, dass jemand sie heimführen würde. Hört, was er zu sagen hat. Die Jungfrau Maria hat diese junge Familie erwählt, sie zu beschützen. Sagt uns, wohin ihr geht. Ihr Ziel liegt jenseits des Meeres, in einer kleinen Stadt namens Kingsbridge. Dort will sie Ruhe finden. Kingsbridge? Wo ist das? Ave Maria! Macht Platz für die Jungfrau Maria! Halleluja! Halleluja! Heilige Maria, lass meine Tochter schwanger werden! Nee! Eine gute Ernte! Sie spenden, um ihren Segen zu erbitten. Oh, die weinende Madonna wird eure Gebete erhören. Und mit euren Spenden werde ich hier einen neuen Schrein in Kingsbridge erbauen. Eine Kathedrale. Du bist es. Wen meint ihr? Nein. Den rothaarigen Geist. Ich? Sehe ich etwa aus wie ein Geist? Mein Ehemann ist sehr lebendig. Ich kenne ihn, seit er 12 war. Aber er ist ertrunken. Bei Gott, du bist ertrunken. Vor 24 Jahren. Seine Mom oder was? Auf dem weißen Schiff. Oh, mein armer Sohn. Mein Jacques. Sein Name war Jacques? Jacques aus Cherbourg. Jacques Cherbourg. Der Vater oder was? War das der Vater oder was? So, was du getan hast. Auf der Reise in die Normandie hast du versucht, nicht über deine Zukunft nachzudenken. Bla 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 bla. Ja, ich bin gespannt. Das, was ihr hier alles seht, habe ich in der letzten Folge gemacht, falls euch interessiert. Fühlt, könnt ihr dort gerne einmal draufklicken. Kapitel 16, wir zocken weiter. Oh ja. Ist kalt geworden. Ich glaube, ich werde gleich einmal mein Fenster schließen. Wieder in Kingsbridge. Oh, wie hieß er denn noch? Ha, komm, zockst das Spiel mal irgendwie ein halbes Jahr nicht. So viel Grün. Jonathan? Aber keine Kräuter. War der Kleine. Der müsste ja jetzt auch schon ein Halbwüchsiger sein, ja. Ein Halbstarker. Ein Halbwüchsiger wohl eher nicht. Der Garten ist unordentlich. Ich will ihn wieder ordentlich machen, aber ich weiß nicht wie. Bevor ich Prior wurde, dachte ich dasselbe über Kingsbridge.
Und was hast du getan? Sauber gemacht. Wo fangen wir an? Schlage vor, den Boden umzugraben. Schlage vor, Unkraut zu jäten. Schlage vor, Saatgut zu streuen. Wir jäten erstmal Unkraut. Einige Pflanzen sind Unkraut und müssen weg, bevor wir neue sehen können. Das ist richtig. Was ist Unkraut? Es nimmt anderen Pflanzen weg, was sie zum Wachsen brauchen. Licht, Wasser, Platz. Und was machen wir jetzt? Sie ausreißen. Sie sehen aus wie alle anderen Pflanzen. Daher musst du lernen, wie man sie unterscheidet. Hier, siehst du die? Die werden Sauerklee genannt. Lass uns erst die ausreißen. Ich mach das. Wenn du willst. Gib acht, dass du alle dünnen Wurzeln mit rausziehst. Und was machen wir jetzt? Wir sollten den Boden erstmal umgraben, glaube ich. Ich denke, so macht man das in dem Garten. Damit Unkraut raus, Boden umgraben. Können, muss der Boden locker und sehen sein. Und dann bewässern. Dann darf ich jetzt graben? Ich denke, du darfst jetzt graben. Mit seinen Händen. Okay. Fertig. Und weiter? Ja, dann würde ich jetzt sagen, nach dem Graben erstmal sehen. Nicht wahr? Du bleibst hier. Ich komme gleich wieder. Ach so, er holt jetzt erstmal dann quasi das Saatgut und dann geht's weiter. Wie lange habe ich die Folgen denn immer gemacht? Ich glaube 20, 25, 30? Weiß es gar nicht. Aha, so, hier hätten wir die Küche. Na, wo sind sie? Wo hast du sie versteckt? Ah, da sind sie. Guck, wir müssen sie gar nicht selber suchen. Okay. Die Bucheckern, die ich Milius vor langer Zeit gegeben habe. Ach, guck, Bucheckern. Ich habe diese Bucheckern für dich gefunden, Milius. Erinnerst du dich? Ja. Du hast gesagt, eines Tages würde hier eine Buche wachsen. Ich denke, die Zeit ist reif. Tja, das stimmt, aber ich glaube, das war eine extra Aufgabe, die ich erfüllt habe oder so. Ne? Ach, guck mal hier. Oh, wie cool. Auf jeden ist es irgendwie dramatisch. Erinnerst du dich an Milius? Ich glaube, ein freundlicher Mann. Das wird alles noch sehr dramatisch hier. Er hat mir gesagt, ich soll dir das geben. Wow. Wow. Und oben steht Oha. Oha. Ja. Jetzt müssen wir nur noch warten. 30 Jahre. Warten. Was zur Hölle? Wie lange? Zu lange, um dabei zusehen zu können. So lange? Ja. Manche Dinge brauchen Zeit. Mhm. Und nur mit Geduld wirst du deine Belohnung erhalten. Warum machen wir das alles, wenn wir dann bloß warten müssen? Einfach nur warten reicht nicht, Jonathan. Du hast den Weg bereitet.
damit die Dinge ihren Lauf nehmen können. Sie geschehen in diesem Augenblick. Und in ein paar Tagen werden wir wiederkommen und das erste grüne Blatt von etwas Neuem sehen. Oh, ist das Gottes Belohnung? Vielleicht. Macht er das Blatt von der Pflanze? Du hast es gemacht. Nein, ich habe nur den Samen gesät. Sehr bedeutungsschwanger. Sehr bedeutungsschwanger. Die ganze Geschichte hat natürlich auch mit dem kleinen Jungen angefangen. Ich meine, er ist natürlich als... Wasser aus dem Regenfass holen. Ne? Kleines Kind in der schon lange da drin. Abtei abgegeben worden. Am Fluss gibt es ganz viele Bäume. Ich wette, das Wasser da ist besser. Das ist aber ein langer Weg. Das macht nichts. Ich laufe gerne, wenn das was bringt. Vielleicht hast du recht. Es ist es wert. Lass uns zusammen gehen. Aber ich trage den Eimer. Er hat richtig Bock drauf. Vielleicht sollte ich mal diese Jalousie da vorne untermachen. Kingsbridge, später am selben Tag. Okay, ich mach das mal gerade. Warum hält Remigius nicht die Predigt? Was ist in Fluss gefahren? So. Besser? Besser. Unsere immer Kirche noch windig. Ist eine Ruin. So, was geht ab? Aber dies alles, diese schlimmen Zeiten, haben uns etwas Wichtiges gezeigt. Etwas, dessen ich mir bis vor kurzem nicht bewusst war. Was meinst du? Behauptet, dass Gott nicht über sie wacht, behauptet, sie brauchen keine Kirche. Gott schaut nicht von oben auf uns. Während ihr und ich darauf warteten, dass Gott die Dinge besser macht, ist eine Menge geschehen. Ungemach und Glück. Gestern hörte ich den Chor ein neues Lied singen und war zutiefst gerührt. Heute hat Jonathan unseren Garten gejätet, um ihn wieder schön zu machen. Und er hat mir von Dingen erzählt, die ich fast vergessen hatte. Gott wirkt auf andere Weise, als wir glauben. All das Gute und das Böse, von dem die Bibel erzählt, ist nicht dort draußen oder hier drinnen. Es ist in jedem von uns. Behauptet, dass der Mensch der Teufel sei oder behauptet, dass der Mensch Gott sei? Ich würde ja eher... Komm, ich mache es auch. Wir haben erlebt, dass der Mensch den Teufel im Herzen trägt. Aber noch bevor er von einem Menschen Besitz ergreift, ist Gott in uns geboren, da wir nach seinem Bild geschaffen sind. Das Gebet braucht keinen besonderen Ort, denn wir sind Gottes Kirche. Er existiert in unserem Handeln. Wir sind Gottes Tempel. Niemand ist Gott näher als irgendeiner seiner Mitmenschen. Ob man in der Kirche betet oder auf den Straßen der Städte. Ob man Mann oder Frau, Mönch oder Bischof ist. Philipp, da draußen! Du musst sie dir ansehen. Ihre Pferde und die Farben. Jonathan. Wir hören ihm zu. Also, was ist los? Ich habe Stimmen gehört, also bin ich hingegangen und... Beruhige dich. Was ist passiert? Aber der Priester sagte, sie hätten ein Wunder mitgebracht. Was? Wer? Welcher Priester? Kommt herbei, Brüder und Schwestern! Ach, ehrlich jetzt? Ihr werdet etwas sehen, das euer Leben verändern wird. Wer ist das? Sie haben uns ein Wunder gebracht. Jack und Ellie. Wunder? Nur keine Hemmungen.
Es gibt keine Gefahr, nur Staunen, das euch hier erwartet. Ah, du musst Prior Philipp sein. Er war doch da auch. Ach, guck hier. Ich bin der eine Ray. Kollege hier ist Jack und die Tussi rechts mit der Maske ist Allie. Hier ist sein Brief. Für den Fall, dass du an meinen Worten zweifelst. Und hinter dem Ding steht die Statue, die weinende Statue. Der Brief vom Erzbischof von Canterbury. Wir untersuchen ihn natürlich jetzt. Brief vom 20. Januar 1141, Philipp von Kingsbridge. Ich halte euch hiermit an, die Gnade der weinenden Madonna zu akzeptieren, da sie es ist, die Kingsbridge als ihre Ruhestätte erwählt hat. Als ich die Gerüchte um ein Wunder gehört hatte, rief ich die Prozession zu mir. Dann sah ich es mit eigenen Augen. Es ist wahr. Ich habe das Wunder für England beansprucht und hatte angesetzt, sie in Winchester zu behalten. Die Hüter der heiligen Jungfrau haben mich jedoch von etwas anderem überzeugt. Sie sind einzig und allein nach England gekommen, um den Wiederaufbau von Kingsbridge zu ermöglichen. Ihr habt meinen Segen, Philipp von Kingsbridge. Ich erwarte, dass ihr eure Priorei der heiligen Madonna würdig erneuern werdet. Theobald, alter Vater. Erzbischof von Canterbury. Oh, hey, Freunde. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es hier gleich ein wenig länger dauern wird. Deswegen beende ich die Folge an dieser Stelle und würde sagen, wir sehen uns morgen wieder. Schaltet wieder ein, bewertet gerne den Part und abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Wir sehen uns. Vielen Dank. Bis dann. Tschüssikowski.